Nach dem erfolgreichen Lauftest in der Badewanne habe ich die Tauchschaufel mit Isolierband abgeklebt, damit die nicht so viel Farbe annimmt, und ihn ein weiteres Mal mit Weiß grundiert. Ich bin aber immer noch nicht ganz zufrieden. Das ist mir noch ein bisschen zu rau an einigen Stellen. Einige Holzfasern haben sich auch noch mal wieder aufgestellt. Und deswegen nehme ich mir jetzt hier ganz feines Schleifpapier und schleife den ein letztes Mal an. Genug angeschliffen. Jetzt soll der Wobbler noch mal weiß lackiert werden. Aber in der Zeit, wo hier die weiße Grundierung trocknet, bevor ich ihn dann endgültig lackiere, kann ich mir ja schon mal Gedanken um die weitere Gestaltung des Wobblers machen. Sprich, wie soll der später aussehen? Und dazu mache ich mir jetzt einen Umriss auf ein Stück Papier. Und auf dem Stück Papier mache ich mir dann Gedanken, wie soll mein Wobbler aussehen. Um das einfach zu gestalten, für jedermann machbar, habe ich mich für ein ganz einfaches Fire Tiger Design entschieden. Ich werde den Wobbler also recht grell gestalten. Vor dem Ausschneiden lege ich mir immer ganz gerne ein bisschen was darunter, damit ich den Tisch nicht so versau. Jetzt nehme ich einfach wieder hier unser ganz normales Cuttermesser, wo wir vorhin auch mit geschnitzt haben. Und jetzt schneide ich mir dieses Fire Tiger Design hier aus. Der Rücken, der oben hier schwarz erscheint, den lackiere ich nachher freihand oben rüber. So kann jeder auch mit einer groberen Sprühdose ohne Airbrush-Pistole, mit der man ja sehr, sehr fein arbeiten kann, auch ein vernünftiges Muster auf die gebauten Köder sprühen. Das ist dann unsere spätere Schablone. Jetzt muss ich natürlich für die andere Seite auch eine Schablone machen. Jetzt könnte ich das Papier auch einfach nur umdrehen und für die andere Seite verwenden, damit das besser zu sehen ist. Man kann natürlich auch das Ganze einfach einmal falten. So. Damit das auch ein bisschen gleichmäßig auf beiden Seiten aussieht, kann ich mir hier mein Fire Tiger Muster von der einen Seite auf die andere übertragen. So. Jetzt schneide ich mir das Ganze hier nochmal aus. Passt. Jetzt
können wir natürlich unsere Schablone mit Pinsel verwenden. Ich kann hier die Muster mit Pinsel ausmalen oder ich kann sie auch sprühen. Das ist, glaube ich, für jeden klar, dass man das hier genauso mit dem Pinsel machen könnte. Ich gehe aber jetzt einen Schritt weiter. Ich verwende nämlich noch andere Sachen, um das ein bisschen schicker zu gestalten, die eigentlich auch jeder zur Verfügung hat. Und das zeige ich jetzt mal beim Lackieren des Köders. Die erste Farbe, die ich jetzt hier verwende, ist ein Rot. Die werde ich jetzt auch erstmal testen, hier auf ein Stück Papier, weil die Dosen stehen hier schon ewig. Aber die sprüht recht sauber. Und jetzt möchte ich einen roten Bauch gestalten. Bisschen Abstand und immer nur vorsichtig wenig Farbe drauf. So. Kleinen Moment warten, nicht zu viel drauf zu Anfang. Normalerweise benutze ich einen Föhn, um die Farben leicht antrocknen zu lassen. So, das genügt völlig. Nicht mehr rauf, absolut gut für die Bauchpartie. Das kommt manchmal ganz gut, wenn das schön rot ist. Das ist jetzt auch noch hier ein Neonrot, fluoreszierend. Das ist in trüben Gewässern natürlich klasse. Als nächstes nehme ich mir jetzt ein Neongrün. Und damit sprühe ich jetzt die Rückenpartie und die Seiten an. Jetzt halte ich den ein bisschen schräge, damit da unten nicht zu viel Grün hingeht. Auch die Probe sprühen, ja, ist auch okay. Wirklich immer nur wenig Farbe in kleinen Schüben raufbringen. Wieder einen kleinen Moment warten. Ich denke, das passt schon ganz gut zusammen hier, Grün und Rot. Auch noch mal einen kleinen Schub dazu. So, jetzt ist er schön grün. Gut, mehr machen wir nicht. Das genügt völlig. Das braucht nicht deckend draufgesprüht sein. Ganz im Gegenteil. Teilweise kommt der Effekt sogar noch viel besser, wenn er an den Flanken hier noch so ein klein bisschen weiß durchschimmert. Das macht alles gar nicht. Das kann jeder für sich selber entscheiden, wie er das will. Kann man auch richtig schön satt einsprühen. Ich würde bloß immer versuchen, ein bisschen Farbtrennung hinzukriegen. Weil man sieht, wenn ich jetzt zum Beispiel hier unten aufs Rote raufsprühe, da wo ich das getestet habe, und schon haben wir wirklich keine hübsche Farbe mehr. Das muss man vorher auch immer mal ein bisschen ausprobieren. Wie reagieren die Farben aufeinander? Was entsteht, wenn ich da mit Grün auf Rot sprühe oder jetzt hier mit Rot auf Grün? Ja, da sieht man, dass das hier eigentlich nur ein etwas dunkleres Rot ergibt, aber das hier ist doch ein hässliches Grün irgendwo. Ne? So, deswegen ein bisschen vorsichtig, sich vorher überlegen, wo sprühe ich zuerst und wo sprühe ich zuletzt. Ich habe das jetzt hier so eingespannt, dass ich den auch ablegen kann. Der liegt hier auf der Tauchschaufel auf und hier auf der, das ist übrigens eine ganz normale Lösezange, so eine Arterienklemme, die wir auch zum Angeln benutzen. Ich lege das jetzt hier hin und lasse das jetzt erstmal trocknen. Während der Wobbler hier vor sich hin trocknet, will ich mal zeigen, was man so alles für die Ködergestaltung nehmen kann. Das hier ist, glaube ich, ein altes Zwiebelnetz. Das hier ist ein Stück Fliegengitter. Genauso wie hier.
ein Fliegengitter aus Plastik. Man sieht, ich habe da überall schon mal drauf rumgesprüht. Das hier ist übrigens ein Stück von einer Köderfischsenke. Geht auch hervorragend. Wie man das nutzt, zeige ich gleich mal. Das hier ist ein Stück von einem, ja, hier ist er doch. Das hier ist ein Wäschesack gewesen. Ich habe mir jetzt hier so ein Stück von dem Wäschesack abgeschnitten. Und jetzt habe ich hier ganz normale Wäscheklammern oder hier sind so eine Wäscheklammern aus dem 1-Euro-Shop. Da kann man einfach nehmen, was man findet. Und jetzt fixiere ich meinen Wäschesack mit den Klammern, die ich hier zur Verfügung habe, um meinen Köder herum. Dabei muss ich darauf achten, dass gerade die Rückenpartie, die ich ja anders gestalten möchte, schön stramm anliegt. Alles, was nach unten hin ist, das ist eigentlich gar nicht mal so wichtig in diesem Moment. Da wollen wir ja auch nicht sprühen. So, ich glaube, das sieht man ganz gut. Ich habe jetzt wirklich nur dieses Netzgewebe um meinen Köder gespannt. Erst über den Rücken vorsichtig. So, genug, mehr nicht. Jetzt sieht man, was ich vorhin meinte, das Rückenstück mache ich jetzt erstmal freihändig, ohne Schablone. Das muss jetzt trocknen, einen kleinen Moment. Jetzt die andere Seite, ich habe die jetzt hier wieder angelegt, so dass das in etwa passt. Eben gerade hat man gesehen, das ist nicht so ganz einfach, wenn man eine Kamera vor der Nase hat. Aber jetzt nochmal die zweite Seite. So. Papier weg. Und wieder trocknen lassen. Jetzt mag der eine oder andere ja denken, naja, so toll sieht das ja nicht aus, was er da gemacht hat. Aber die Wahrheit kommt eigentlich erst zutage, wenn wir hier diese Klammern entfernen. Und das werde ich jetzt mal vorsichtig machen. Man muss da ein bisschen vorsichtig bei sein, weil oftmals klebt leider, das kommt oft vor, das Netzgitter an der frisch aufgesprühten Farbe und manchmal reißen wir die Farbe dabei hoch. Ich versuche das jetzt hier vor der Kamera trotzdem vorsichtig hinzukriegen. Man sieht schon, die Farbe klebt sehr. Und jetzt sieht man, was draus werden sollte. So, vorsichtig abgezogen. Und das sieht doch schon mal klasse aus. Wenn das kein schönes Fire-Tiger-Design ist, mit einem schönen UV-roten Bauch, dann weiß ich auch nicht mehr. Das braucht auch alles immer gar nicht so genau werden, wie man hier sieht auf dieser Seite. Das macht gar nichts, wenn da ein bisschen was vorbeisprüht, woanders hin. Ist alles nicht so schlimm. Das Ganze sieht dann doch für uns immer einzigartig aus. Und das ist jetzt doch mit einfachsten Mitteln ein ansprechendes Design geworden. Jetzt fehlen natürlich noch die Augen. Augen sind immer wichtig. In dem Film, wo ich den Küstenwobbler gebaut habe, da habe ich ja gezeigt, wie ich mir Folien Augen mache. Ja, jetzt hat auch nicht jeder eine Folie zu Hause, aber zum Beispiel weißes Isolierband, das hat vielleicht jeder oder kann sich jeder besorgen, auch auf weißen
auch mit weißem Isolierband kann ich mir Augen machen. Das gleiche geht dann für die Pupillen. Jetzt kann ich mir auf mein weißes Auge beides aus ganz normalem Isolierband hergestellt ein Auge machen. Und das Ganze kann ich dann hier aufkleben auf die Stelle, wo ich vorher ein bisschen schwarz aufgebracht habe. So würde das aussehen. Ich will hier nochmal zeigen, dass man hier kriegt man ja auch oftmals irgendwelche Angelaufkleber. Die liegen überall rum als Werbung. Oder dieses hier habe ich, glaube ich, mal mit meiner Abo-Zeitschrift zugeschickt bekommen. Das ist ja alles Klebefolie. Und wenn ich jetzt zum Beispiel rote Pupillen machen will, dann kann ich mir hier ja auch ein Stück rote Folie rausholen. Also man braucht nicht unbedingt in ein Foliengeschäft gehen, sondern kann auch solche Sachen nutzen hier. Hier hätte ich jetzt zum Beispiel ein paar weiße Augen für einen kleineren Köder. Und da hier auf dem Köder ja schon so viel schwarz ist, wähle ich denn doch mit Rot ein bisschen anderen Kontrast fürs Auge und mache das hier in Orange-Rot. Das sieht schon ganz gut aus. Ich werde jetzt noch einen ganz kleinen Farbklecks in die Mitte setzen, also doch noch da eine schwarze Pupille in das Rote des Auges rein. Ich denke, das kommt dann noch besser. Und im gleichen Zuge werde ich hier unten mein OH aufmalen und dann kann das an die Endbeschichtung gehen. Zu diesem Köder jetzt nochmal. Ich würde schon sagen, dass der richtig gut läuft eigentlich. Mit der Zeit sollte man seine Arbeit ein bisschen perfektionieren. Man sollte ein bisschen genauer spachteln. Dann sieht man solche Unebenheiten in dem Holz hier unten nicht mehr. Das kann man alles ein bisschen feiner und genauer machen. Im Endeffekt ist das jetzt hier für unseren Fangerfolg unerheblich. Der Köder ist gut gestaltet. Die Form ist wichtiger wie das genaue Spachteln. Der Sitz der Tauchlippe ist ganz groß entscheidend. Und auch die vordere Öse muss gegebenenfalls verbiegbar sein noch. Weil damit kann man den Lauf des Köders beeinflussen. Wenn ich die Öse verbiege, kann das sein, dass der Köder sich zur einen Seite neigt oder zur anderen Seite neigt. Und unser Ziel ist ja, den Köder perfekt gerade auslaufen zu lassen. Das ist uns gelungen, haben wir in der Badewanne gesehen. Jetzt kommt noch das Feintuning. Also eine kleine schwarze Pupille, das mache ich mit Farbe, mit derselben schwarzen Farbe, wie ich hier unten jetzt mein O-Punkt, H-Punkt draufbringe.
Der Köder ist jetzt soweit fertig. Als nächstes kommt eine Klarlackbeschichtung. Klarlackbeschichtung ist wichtig. Man darf auch nicht nur eine Beschichtung darauf bringen. Man muss den Köder mehrfach beschichten, damit der eine stabile, harte Oberfläche bekommt und nicht gleich bei jedem Biss, den wir auf den Köder bekommen, einen Lackschaden davonzieht. Verzeiht mir bitte, dass ich jetzt kein Klarlack verwende. Ich habe nämlich kein Klarlack mehr. Ich habe das ganze Regal durchgesucht. Da steht kein Klarlack mehr, weder in Sprühdosen noch in Pinselform. Deswegen werde ich jetzt mein Epoxidharz verwenden in zwei Komponenten und werde den Köder damit beschichten. Achtet darauf, dass ihr Klarlack in glänzend kauft. Es gibt auch matten Klarlack zu kaufen. Sieht dann nicht ganz so schön aus. Isolierband ist ab. Jetzt wird er beschichtet und nach der Beschichtung sieht er noch viel, viel besser aus, weil dann kommt ordentlich Glanz in die Sache. Wie gesagt, hier muss man genau auf die Herstellerangaben achten. Deswegen ist Klarlack aus der Sprühdose natürlich deutlich einfacher. So. Das passt schon. Und jetzt heißt es wieder gut durchmischen das Ganze. Was man jetzt immer noch ganz gut machen kann, das ist Glitter aus dem Bastelgeschäft. Das gibt es in jedem Bastelgeschäft. Manchmal kriegt man das sogar beim Discounter zur Faschingszeit oder im Bastelgeschäft für Kinder. Das ist eigentlich ganz normales Glitter. Das mische ich mir jetzt da rein und dadurch bekomme ich dann nochmal einen zusätzlichen Schimmereffekt auf meinen Köder. So, die Luftblasen haben sich gesetzt und jetzt geht's an die Beschichtung. Ruhig ordentlich satt raufbringen. Obwohl man ja mehrere Schichten auf jeden Fall auftragen muss. Ich mache das immer so, dass ich die nächste Schicht auftrage, wenn der noch nicht ganz ausgehärtet ist. Dann verbinden sich die verschiedenen Lagen sehr schön miteinander und ich habe eine durchgängige feste Schicht auf dem Köder drauf. Jetzt sieht man, glaube ich, schon, wie die Glitterpartikel so ein bisschen durchschimmern. Man kann, wenn man mit Klarlack arbeitet, kann man auch ein bisschen raufstreuen. Macht man sich die ja, vielleicht in einen Salzstreuer rein, dann kann man das ganz gut machen. So, die erste Schicht ist drauf. Jetzt muss das Ganze trocknen. Ganz wichtig ist jetzt, dass der Köder aufgehängt wird und dabei immer wieder gedreht wird, weil die Epoxidharzbeschichtung, die ist deutlich flüssiger noch wie Klarlack. Bei Klarlack kann man beim Auftragen aufpassen, dass man nicht zu viel aufkriegt. Wenn man jetzt doch Epoxidharz verwendet, wer sich das gönnen möchte, der muss den Köder dann einmal so rum hinhängen, dann fließt das nach unten, aber bevor es unten angekommen ist, müssen wir ihn einmal so rum hinhängen. Leute, die viel Kunstköder bauen, so wie ich, wir haben uns ein sogenanntes Köderrad gebaut. Dort dreht ein Motor von einer
Mikrowelle oder auch einige benutzen Disco-Kugelmotoren. Der dreht den Köder in einer Zur ganz langsam und auch dadurch verläuft unsere Beschichtung schön gleichmäßig und wir haben keine Tropfnasen. Hier sieht man jetzt schon, was für ein toller Glanz durch Klarlack oder wie hier jetzt durch mein Epoxidharz entsteht. Der ganze Köder fängt an zu glänzen. Die leuchtende Farbe, rot und grün, kommt super durch. Und auch unser Netzgewebe hat jetzt hier ein ganz tolles Muster hinterlassen. Das sieht, finde ich, richtig klasse aus. Und ich bin mir ganz sicher, der Köder wird seine Fische fangen.